From now on, I'm slaying in Paris. Die Stadt der Liebe, jeden Menschen, den ich. Ah, fuck, das kann ich jetzt sagen, eigentlich. Jeden Menschen, der ich kenne, seine Freundin mit nach Paris genommen und hat in den nächsten 2 Monaten Schluss gemacht. Das ist krank. So, guten Morgen, Freunde. Es ist jetzt circa 6 Uhr morgens. Wir haben uns schon hier ein Cappuccino und ein Flat White mit Hafermilch geholt. Flug geht gleich in 20 Minuten. Wir fetzen uns das kurz und dann seht ihr, was in Paris abgeht, Leute. Ein paar Stores, ein paar Cafés. Einfach nice die Vibes abchecken. Und vor allem auch schauen, welche Croissants besser sind. Ja, wichtig. Vergleich. Natürlich kann Deutschland mithalten. Weiß ich nicht, weiß ich und nicht. Und vor allem bei den Flat Whites. Ja, hier im Schaumigen natürlich hier. Mit dir fühle ich mich überall, ich wäre ich in Paris. Ja, du gibst mir das Gefühl, als wäre ich im Paradies. Ich hoffe, du fühlst genauso, denn ich war nie so verliebt. Baby, mit dir fühle ich mich überall, als wäre ich in Paris. Ich zeig dir Love Songs aus dem Rücksitz vom Uber. Sie ist meine Bitch, meine Prinzessin und mein Shooter. Scheiß auf dein Ex, Baby, ich schwör, er war ein Loser. Ich kauf dir alles, was du willst, Baby, ich mach Mula. Du bist meine Sonne, auch wenn sie gar nicht scheint. Ich fühl mich besonders, wenn du für mich weinst. Dieses Jahr geh ich mit dir nach Paris und Italien. Dann noch 1 Woche Hawaii. Vielleicht buch ich einfach für 2. Zuerst das Live-Testing. Okay, okay. Was ist das denn? Was hast du dir da geholt? Das ist ein Chaud au Chocolat, heißt es das? Okay. Sehr creamy mit Vanille und Schokolade. Ja. Backwaren nice. So Leute, bestes Wetter in Paris. Und unser erster Stil. Boah. Digga, was ist mit mir los? 2 Stunden Schlaf oder was? Erstes Ziel ist der Yoshi Store. So Leute, da hinten stehen sie. Wenn man mal ein weißes Hemd braucht, das einfach gestört ist, dann muss man auch einfach nur hierher kommen. So. Nee, oder Kanar, oder? Slaying in Paris, so wie in der Story. Slaying in Paris. From now on, I'm slaying in Paris. Ruben is slaying in Paris. Mach jetzt mal Statement zu 069. 069 steht, 069 ist in Paris. Ich hasse 069. Ich hasse es. Was, Bruder? Let's go, sag mal dein Outfit durch. Mein Outfit? Okay. 2 € Cowboy Boots. Lederhose von meiner Ex-Freundin. Pulli Celine. Der andere, keine Ahnung, aber auch geklaut, glaube ich. Die Ringe habe ich auch vergessen, woher. Außer der, den habe ich mit Tim gekauft in Wien, im Flohmarkt. Und eine Chanel Bag, die ich auch irgendwo her habe, aber ich habe vergessen, woher. Lederjacke ist von Aufhorisch TPME. Hemd ist von Fix. Krawatte ist No Name. Gürtel ist von Saint Laurent. Aus einem Secondhand Store in Paris, den wir noch abchecken werden, von L'Obscur. Nämlich von meiner Mutter. Der ist von Lena Chris, die ist aus Wien, die macht selber Schmuck. Der ist aus Frankfurt von einem Juwelier. Kette habe ich auch von hier geklaut. Rose Celine und Schuhe auch Celine. Nach einem entspannten Käffchen jetzt zu Le Clairieux Herold. So ein Avantgarde Store. Okay, Guys, bevor wir jetzt zu Le Clairieux gehen, müssen wir erstmal noch den Ricky Owens hitten. Ricky. Nice Japanese Archive Stores. Sehr nice. Japanese Archive Store. Hört sich schön an. Hört Musik schön in deinen Ohren, oder? Junge, da geht mein Herz auf. Da geht mein Herz auf. Ganz einfach. Ja, auf jeden Fall, Leute. Wir haben es jetzt noch nicht so leckere. Boah, Französisch echt schon lange her bei mir. Aber ihr wisst, was ich meine. Nein. Paris ist die Stadt der Liebe, aber. Jeden Menschen, der ich kenne, seine Freundin mit nach Paris genommen hat, hat in den nächsten 2 Monaten Schluss gemacht.
Yes, sir. Das ist dumm, das ist geisteskrank. Haustür aufgesperrt, anläuten und dann Kaffee. Alter, dieses Interieur ist ja behindert. Nee, Leute, for real, also die Store Experience hier ist echt krass. Also du fühlst dich hier wie so in einem Zauberschloss so ein bisschen. Gegensätze ziehen sich nämlich an. So wie wir zwei. Ja, alles ND-Geschirr. Wahnsinn. We often do it with architects or designers. And it's usually always B2B. And it's a nice ambience, nice place to come together. Also cook. It all happens here in the kitchen. So, wow. Yeah, it's a very dynamic shop. Die Tornados ohne Club an, probiert jetzt mit. Junge, du fühlst dich wie so einer von der Gummibärenbande. So, du gehst halt nicht auf den Boden, sondern halt nur auf so Gummi, so auf einzelnen Strängen. Aber spürt man das stark? Ja, das spürt man voll. Hier noch die ausgestopften Geier, Alter. Und dann einfach automatische Tür, wie von Geisterhand. Dann analysier mal das Ding. Okay. Also zuerst ein bisschen rühren, damit sich alles entfaltet. So. Er hat keinen starken Geschmack, keinen starken Geruch, was normalerweise eigentlich nicht gut ist. Weil es sollte, sobald der aus der Flasche kommt, der ist nicht aus einer frischen Flasche. Das weiß man, die Flasche war offen. Ja, sowas kann ich nicht sehen. Aber die Flasche ist auf jeden Fall offen. Das war ein Nachteil. Aber. Er hat aber auch viele verschiedene Geschmacksstoffe. Das ist auch wichtig. Und jetzt kommt der beste Trick. Wenn das Glas so ein bisschen tiltet, sollte man nicht durchschauen können. Das ist das Wichtigste. Wenn ich da jetzt durch die Karte sehen würde, dann wäre es sehr billig und sehr wässriger Wein. Aber tue ich nicht. Es ist sehr dunkel. Sehr gut. Mal will ich ein Rating. Ja, actually gut. Die Arabiata war scharf, aber ich habe Tabasco dazu getan. Ich liebe scharf. Die Schnecken. Würde ich nochmal essen, glaube ich. Ja, mit Brot war gut. 10? Die so eine 6 für die Konsistenz, für den Geschmack so 8 eigentlich. Aber. Okay, Leute, von 1 bis 10 Rating. Schnecken haben es ein bisschen hoch gemacht, weil die Arabiata war nicht so krass. Die Schnecken haben es runter gemacht. Nein, die Schnecken war gestört, geil. Digga. Das war nicht schlecht, okay, aber Digga, das ist übelst krass. Wie viele Days bist du out von der Show? 3. Das ist gesunde Ernährung. Zuerst drehst du ihn auf, deckst du ihn ab, dann tauchst du ihn ein. Oreo, einzigartig. Tim ist jetzt offiziell auf Oversize umgestiegen. Schlee, Cardi, Schlee. Wer ist dein Lieblingsrapper? Playboy Cardi. Aber ich hab durchgezogen. Ja, also guten Morgen aus Paris. Wir gehen jetzt erstmal ein schönes Käffchen trinken. Yes, nice Wetter. Fit und ausgeschlafen. Aber übel kalt. Nach einer arschkalten Dusche, Mann. Und einem Fenster, was nicht so richtig zuging. Not gonna lie, aber we stay positive. Ja, Mann. Vibes enjoy. Pariser Gassen, schönes Wetter, aber keiner checkt, es ist 1 Grad, Digga. Jetzt Broken Arm, soll ein ganz nicer Retailer sein. Schauen wir mal rein. Oh ja, Junge. Das heißt 50% off. Echt jetzt? So, das ist jetzt hier der Kiko Blazer. Das ist 50% off. Ah, weiß nicht. Eigentlich nice, aber jetzt auch nicht ein Banger. So, jetzt hier die Kiko Hose mit abstehenden Taschen. Macht schon eine geile Silhouette irgendwie. Und vor allem macht es die Waist halt nochmal kleiner. Nicht schon geil, und vor allem halt hier auch die Applikation und so. Mhm. Ja, Silhouette ist krass. Material. Material ist krass. Applikationen sind auch sehr stark.
Statement zum Store. Hart, aber die Sachen waren krass. Also ich hätte voll gerne den ganzen Schmuck mitgenommen von Anne, den fand ich richtig gut. Und die Rough Pieces, die von der letzten Season jetzt, waren auch echt schön. Ja, nice Brands, auch Edward Cumming, Way Spawner und so. Und natürlich meine Kiko-Sachen, sehr, sehr, sehr geil, Alter. Also ich würde den echt empfehlen, Mann. Okay, also jetzt Macaron-Verköstigung. Mit welchem fangen wir an? Mitte. Mitte. Pistachio. Nice, gell? Und das Eis dazwischen. Ja, das ist sehr krass. Gib ein Like auf jeden Fall, ey. So, wir waren jetzt noch bei Gajin. Da habe ich so eine Comme des Garçons Glitzerhose gesehen. Die war relativ cropped, hatte einen nice Fit. Die habe ich mir reservieren lassen. Mal schauen morgen. So Leute, Tag 3 in Paris und letzter Tag damit auch. Die anderen beiden machen sich gerade noch fertig. Wir grabben gleich einen Kaffee und dann seht ihr, was abgeht. So lässt sich den Tag starten, oder? Du musst jetzt so machen. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Okay, also Leute, heute erster Stopp EAD-Store. Hashtag Paris, Hashtag Sun, Hashtag Vitamins. So, der Fabi wurde jetzt gedressed. Oh, I can see myself? Yeah. Is it recorded already? Yeah, it's oh, recording. Okay. Let's go. Okay. So, I'm wearing the coat is from Yoji Yamamoto, fall winter 22. And I'm wearing a Yoji skirt, and then I'm wearing those shoes from Atelier Insep. And then Discord Yoji Yamamoto bag. Oh, crazy, full Yoji. Okay Leute, wir haben uns jetzt kurz auf entspannt zwei Croissants im Supermarkt geholt und ich habe hier die Com-Hose geholt. Bin richtig happy damit. Und jetzt gehen wir zu Bourse de Commerce. Also diese Malereien hier oben, die sind wirklich sehr, 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 sehr krass. Und auch sehr, 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 sehr nice. Okay Leute, jetzt nach Bourse de Commerce waren wir hier im Supermarkt. Wir haben hier dieses eine nice Ramengetränk von gestern gefunden. Ich habe es natürlich sofort gegrabt. Tim kommt auch gleich mit einem raus. Jetzt checken wir noch kurz Wise ab, die Nebenlinie von Yoshi. Ja! Christus, willst du noch einen Kopf machen heute? Boah, ob ich will? Ja. Safe, ey. Ich ob bin du sehr wirst? Heiß. Ich weiß nicht. Ja, ich kann. Fabi? Ich fühle es eigentlich schon, muss ich sagen. I have one that says I love pussy. Yeah, this is my. Yosa, yeah, yes, sir. So, let's go. Jetzt hier letzter Abend nochmal schön was snacken. Yes, yes, auf jeden Fall. Das ist ein schöner Clip. Der Justizvollzugsbeamte Stein bringt mich in die Besucherhalle rein. Walla, ich muss weinen, doch will nicht. Mama soll nicht denken, dass ihr so noch ein Kind ist. So Leute, das war's mit Paris. Ne, warte, mach nochmal. So Leute, das war's mit Paris. Ich hoffe, es euch hat. Leute, das war's mit Paris. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Liken, abonnieren und teilen natürlich nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald in Wien wieder. Macht's gut.